Hi ihr Lieben, heute möchte ich mal über ein Thema mit euch sprechen, was mir schon sehr lange am Herzen liegt. Und zwar geht es hier um Krankheiten und ihre Energien. Was denn so da hinten dran steckt, warum entsteht eine Krankheit, warum bei Mensch, Kind und Tier, was auch immer ansteht. Ich habe mir ganz viele Gedanken darum gemacht, vieles, was ich weiß, was ich dann selbst zuordnen kann, auch hier in meiner Praxis, dass es einfach viele Dinge gibt im Leben, wo wir uns doch schon Gedanken machen sollten. Vielleicht hat du oder der ein oder andere sich schon mal gefragt, warum denn speziell diese oder andere Krankheiten entstehen oder warum du speziell dich wegen was auch immer nicht wohlfühlst. Und von allem, was wir ausgehen können, es ist immer ein Stress dahinter, ganz klar. Ob eine kleine Krankheit, große Krankheit, so ein bisschen ist. Und woraus ist der Stress entstanden? Es ist schon länger her. Also wo ist die Energie dafür, in dem Ausbruch zu sehen? Was ist dem gefolgt an Bewusstsein, an der Aufmerksamkeit, auf was wir das im Leben gelebt haben, im Leben gelegt haben? Entschuldigung. Also so verschiedene Sachen, es fängt ja schon an. Vielleicht habt ihr euch mal schon Gedanken gemacht. Es folgt immer von einem Innen ins Außen. Selbst wenn du dir ganz normal einfach mal in den Finger schneidest, muss ich mir nicht verrückt machen, machen Pflaster drum und gut ist. Aber es fängt ja schon an damit, dass ich unaufmerksam war. Dass ich mit meinen Gedanken woanders gewesen bin, simuliere vor mich hin und schneide Kartoffeln oder sowas und wupp, ist der Finger mit dabei. Nicht wirklich schlimm. Okay, passiert das natürlich dauernd, solltet ihr euch auch mal überlegen, was hängt denn da hinten dran? Welche Aufmerksamkeit bin ich denn oder in wenig Konzentration? Was beschäftigt mich denn dauernd? Was will mir der Finger zum Beispiel zeigen? Nur das so am Rande. Aber es fängt doch schon an mit ganz vielen Dingen. Beim kleinen Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, das kommt nicht von ungefähr. Und es stecken wirklich diese Weisheitswörter, Gedanken dahinter, die wir schon so lange haben. Was hat dir denn die Nase verstopft? Von was hast du denn die Nase voll, wenn du einen Schnupfen hast? Oder Halsschmerzen? Was macht dir denn den Hals dick? Was macht dir denn den Kloß im Hals? Was konntest du nicht aussprechen? Was war denn vorher gewesen, wo du auch deine Wahrheit nicht sagen konntest? Husten. Du kannst immer davon ausgehen, egal was war, wenn du dich erkältest, dass du ein paar Tage vorher dich über irgendetwas maßlos geärgert hast. Wo du vielleicht dich nicht ausdrücken konntest, wo du dich nicht wehren konntest oder was einfach passiert ist, irgendeine blöde Ungerechtigkeit. Und Husten zeigt es auch damit, dass du eigentlich jemand anbellen willst. Das klingt zwar alles verrückt und wenn natürlich riesige Epidemien draußen sind und Virus und Anstecken und Bakterien, ganz klar, je nachdem, wo du dann noch arbeitest, in welchem sozialen Umfeld du bist, dann kriegst du das natürlich noch mehr ab. Aber ist ja dann die Frage, warum ist denn dein Immunsystem so schwach geworden? Warum steckt es dich an? Einfach mal nur so zum Überlegen und nicht auch immer gleich zu harten Medikamenten zu greifen, sondern wirklich sich mal noch an die Naturmedizin zu wenden. Einfach gucken, was geht und nicht einfach den bequemen Weg von Antibiotika nehmen, sondern wirklich mal überlegen, dass es noch andere Dinge gibt. Oftmals reicht schon ein Tee, ein bisschen Bettruhe. Manchmal ist es Globuli kennen, super helfen, Naturmedizin als solches, Aufgüsse, Sauna, da fängt es ja schon an. Aber es geht ja weiter mit so vielen Dingen, die uns sehr viel Kummer bereiten. Was ist mit den Menschen, die Krebs haben, egal in welcher Form, egal wo? Auch da gilt es zu hinterfragen, was hat es denn dazu getrieben? Was ist in mir, das mich regelrecht auffrisst? Über was habe ich mir all mein Leben so viel Kopf und Kummer gemacht. Und dann kommt es noch darauf an, welchen Bereich hat es denn getroffen? Hast du Brustkrebs? Hast du Magenkrebs? Hast du Darmkrebs? Hautkrebs? Was auch immer. Klar ist das schlimm und manche Menschen brauchen diesen Riesengong. Jede Krankheit ist ein Warnsignal. Jede Krankheit zeigt uns, dass mit unserer Seele etwas nicht in Ordnung ist. Über was hast du dich
so massivst geärgert, dass es dich von innen auffrisst, weil du was nicht nach außen sprechen kannst, weil du es nicht sagen kannst. Hast du Brustkrebs? Um was hast du dich in deinem Leben gekümmert oder so viel Sorgen gemacht, dass es genau diesen Bereich trifft? Habt ihr euch das mal gefragt, an was es eigentlich zusammenhängen könnte? Auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten, das heißt, wie im Innen so im Außen. Also kann man auch sein Inneres verändern, dass das Äußere wieder folgt. Da folgt wieder die Energie der Aufmerksamkeit. Es gibt ganz viele Sachen. MS zum Beispiel. Multiple Sklerose. Die Krankheit der 1000 Gesichter, sagt man. Was hatte ich in deinem Leben zu diesem Zeitpunkt, als der Ausbruch der Krankheit war? Was ist dort passiert? Was hat dir so den Boden unter den Füßen weggerissen? War es Angst, Verzweiflung? War es tiefe Trauer? Was ist passiert? Wurdest du getrennt? Hast du Verlust erlitten? Ist jemand gestorben? Hattest du eine Trennung hinter dir? Job verloren? Das sind Dinge, die an den Boden unter den Füßen weghauen. Und bei einigen Menschen kann es so schlimm zuschlagen, dass es sich eben in eine solche handfeste Krankheit verwickelt. Natürlich gibt es offiziell auch die tödlich verlaufenden Krankheiten. Das Schlimmere noch von Multiple Sklerose ist die ALS, die Amyotrophe Lateralsklerose. Wusch! Ja, Tod durch Ersticken, ganz viele heftige Sachen. Was ist in deinem Leben so schief gelaufen? Es gibt Leute, die sich davon wieder heilen konnten, nachweislich. Aber das ist ja kaum bekannt. Und dass es immer wieder Möglichkeiten gibt. Es gibt so viele schlimme Krankheiten. AIDS. Was hat dein Immunsystem denn erschüttert? Was hat dich denn so in deinem Leben krank gemacht, dass eigentlich deine Zellen absterben wollen? Was steckt dahinter? Überall steckt eine Energie dahinter. Klar könnt ihr sagen, ja, ich habe eine Spritze gekriegt, ja, das ist passiert. Aber es trifft ja nicht jeden. Es trifft ja auch immer wieder nur manche Menschen. So wie Gabi Köster schon in ihrem Buch schrieb, vielleicht ist es euch bekannt, ein Schlaganfall hätte auch gereicht. Quatsch, sie hatte wohl einen Schlaganfall. Aber das Buch, ein Schnupfen hätte auch gereicht. Und nee, er hätte nicht gereicht, um von ihrem Stress wegzukommen. Und so, denke ich, ist es auch mit unseren Dingen. Wenn wir nicht mit uns ins Reine kommen, wird es immer schlimmer kommen. Es gibt immer wieder Dinge, die uns aus dem Leben rufen, den Boden unter den Füßen wegholen. Es gibt traurige Angelegenheiten. Es gibt Tod. Es gibt Verlust von Finanzen, Verlust von Besitz. Es gibt Mobbing auf der Arbeit. Es gibt so viel Stress, was uns unser Leben wirklich raushaut. Wenn du Diabetes hast zum Beispiel, ob Typ 1 oder Typ 2, wo ist die Süße in deinem Leben? Was fehlt dir an deinem Anteil? Wo ist deine Würze? Was macht das Leben für dich bunt und schön? Ist da auch was vorher passiert, als dein Partner gestorben ist? Oder vielleicht dein Hund, vielleicht war deine Partnerschaft so unglücklich und es hat dir einfach wirklich die Süße gefehlt. Du fragst dich vielleicht, ja, warum haben es dann aber schon Kinder? Oder auch die Neurodermitis, was das so viel anzeigt. Kinder sympathisieren mit uns. Kinder wollen uns unsere Angst, unsere Sorgen oder Schmerz abnehmen oder ihn teilen. Das geschieht natürlich auch auf einer völlig unbewussten Ebene, aus einem völlig unbewussten Sein. Und Kinder kriegen es oft vererbt, dass sie einfach schon das übernehmen, weil es in der Familie schon drin lag oder weil sie sich mit einem Familienmitglied zugehörig fühlen, sympathisieren damit. Das kann sogar schon ein längst verstorbenes Mitglied sein der Familie, mit einem Opa, Oma, Tante oder Bruder, Geschwisterteil. Das ist so verrückt. Alles hat seine Energie, jede Krankheit hat ihren eigenen Verlauf und ihren eigenen Ursprung. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr mal nachschaut. Selbst Hunde und Katzen stellen sich vor euch. Sie absorbieren die Krankheit und oft werden Hund und Katze oder auch andere Tiere super krank in eurem Umfeld. Die wollen euch beschützen. Ist euch das der Gedanke schon mal gekommen? Weil wie sollte denn ein Hund Glaubenssätze entwickeln? Natürlich auch in seinem Leben. So ähnlich wie der Elefant, der in einen Zirkus angebunden worden ist. Als junger Elefant konnte er es nicht schaffen, die Eisenkette zu sprengen. Und immer wenn er es probiert hat, hat es ihm furchtbarlich wehgetan. Und wenn er also älter geworden ist und es wäre nur noch ein Ruck gewesen,
war es so in seinem Kopf drin, dass er es nicht geschafft hat, weil er ja wusste, wenn ich es probiere, tut es mir weh. Ist es nicht auch ähnlich bei euch? Geht nicht bei euch auch sowas rum? Ja, wenn ich das, dann, das kennt ja nicht. Das klappt ja nicht, hat ja nicht. Und so ähnlich ist es auch mit den Hunden und den Katzen und den Kindern und eben auch den Menschen. Bevor ihr so verzweifelt daran, überlegt, was in eurem Leben ist, holt euch Hilfe dazu. Habt keine Angst, zu einem Heiler zu gehen oder zum Heilpraktiker. Natürlich müsst ihr das medizinisch abklären lassen. Alles okay. Aber lasst euch auch da nicht alles erzählen. Lasst euch nicht auf alles ein. Guckt, was für euch stimmig sich anfühlt, was möglich ist. In der Zusammenarbeit, das wäre natürlich toll, das wäre sehr wünschenswert, dass dann auch Wunden schneller heilen. Oder zum Beispiel Implantate oder Transplantation wäre sicherlich heilbarer und hilfreicher, wenn eine Heilenergie dazu kommt, die einfach das verbindet, dass das nicht als Fremdkörper abgestoßen wird. Das ist möglich, das sind so tolle Sachen, die funktionieren. Überlegt es euch mal, was steckt denn hinter eurer Krankheit? Welche Energie hat das ausgelöst? Wo ist da die Aufmerksamkeit hingegangen? Ich möchte es einfach nur mal so zum Nachdenken in den Raum schieben. Mal zum Überlegen, wer das jetzt bis Ende zu Ende gehört hat, hat vielleicht einfach einen neuen Blick mal da drauf und zu sagen, oh ja, stimmt, da war doch mal was. Und es ist möglich. Heilung ist möglich, Verbesserung ist möglich, Veränderung ist möglich. Lasst es zu, erlaubt es euch. Und es ist einfach nur mal so ein ganz wichtiger Blick, bevor ihr ganz viel Tabletten schlucken müsst, bevor ihr ganz viel medizinische Behandlungen, die Tage, Stunden und sonst was dauern, sicherlich oft notwendig sind, aber in Verbindung mit dem, dass euren Geist, eure Seele heilt, auch euer Herz, dass eure Gefühle wieder zurückkommen, dass ihr nicht anhängt an alte vererbte Geschichten oder an übertragene Sachen, angesteckte Sachen. Es ist möglich, Lösungen zu finden. Seid so lieb, guckt nach euch. Okay, ich bin eine von denen, die euch dabei helfen kann. Viele meiner Kollegen auch. Manuela Heiser aus Alwich. Lasst es euch gut gehen. Bye!